Hallo. 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 Hey Luis! Servus, was geht? Luis, jetzt stream ich Returnal. Na? Hey Kaspar, servus, ey Kaspar, servus. Geil. Schade, dass du vorhin nicht da warst. Ich hatte vorhin etwas Zeit, ne? Servus, Liebi, servus, 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 servus. Ich hatte vorhin etwas Zeit, ne? Ja, genau. Oh, ich bin kaputt, ey. Nicht kaputt, ich bin etwas. Oh. Na, ey, entschuldige dich nicht. Alles gut. Entspann dich. Ich hab's nur mal gesagt. Alles gut. Es ist alles immer easy. Na, alles in Ordnung. Alles ist immer easy. Was geht bei euch so? Erzählt mal. Ja, weißt du, was mein Problem ist? Das ist auch ein Plan. Na, ich habe viele Pläne, aber ich kann dir mal zeigen, was den Plan kaputt macht. Weil jetzt, wo ich auf Twitch bin, will ich unbedingt mal GTA streamen. Na? Ich finde, es passt hier perfekt rein. Na? Aber es gibt ein Manko. Na? Das ist das hier. Siehst du den Preis? 60 Euro für ein Spiel, was ich schon damals als Kind gespielt habe. Wenn es im Angebot ist, kaufe ich das sofort, na? Aber der Preis muss fallen. Du hast ja gerade über PlayStation geschrieben, okay, ich guck gleich. Der Preis muss etwas fallen, na? Wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe gelesen, dass es die PS5-Version gibt, es nur digital von GTA, von der Trilogie. Wisst ihr, was ich meine? Machen gerade Pause. Ich habe es heute auf Platin gespielt, das kurze Spiel. Na? Nicht Dead Island, sondern Short Island, na? Short Island 2. So. Ja, gestern auch, ja. Ich finde es so kurzes Spiel, ne? Aber ist alles gut. Ich kann jetzt was anderes zocken, ne? Dead Island ist schon rum wieder. Ja, das ist zum Glück nicht alles so schwierig, ne? In Dead Island. Es hält sich alles in Grenzen. Wisst ihr, was ich meine? So.
So, Audioausgang. Machen wir Soundbar, oder? Wen juckt's? Deutsch? Nein. Nein. Haha, ist das krass, ey. Star Wars, doch, ich spiele es, ich spiele es nebenbei, das Star Wars. Ich spiele es für mich, na. Ich habe vorhin gefragt, die wollten, dass ich Returnal spiele. Und ich spiele Returnal, ich bin auch heiß drauf. Ich mache das definitiv auf Platin, na. Ich zocke aber jetzt mal Returnal. Weil das habe ich noch gar nicht gespielt und das soll ja etwas schwieriger sein, deswegen bin ich hier auf jeden Fall richtig, ne? Fan ein Muss, okay. Also ich habe gelesen, da werden die Nerven wieder strapaziert. Ja, das. Oh Mann, ey. Ich habe zurzeit keine Nerven, ne? Ich bin heute schon wieder müde. Ja. Aber alles gut. Alles gut. Ich bleib einfach mal entspannt, ne? Und dann wird alles gut. Alles gut. Alles gut. Hey Player, servus, was geht, ey? Trevor, was geht, Trevor? Zur letzten Absturzstunde. Astra, hier ist Celine. Wir haben mal wieder geballert. Hier ballert man, ne? Ich hab's geschafft. Bin am Dauerzong, Dead Island 2. Bist du ja. Würde ich auch gern noch machen. Na, ich habe mir überlegt, in Dead Island 2 einen neuen Charakter anzufangen. Aber man kann auch nicht den Schwierigkeitsgrad verändern. Wartet mal, ich sehe hier nichts. Hier ist alles vollgestellt schon wieder. Na, ich brauche einen größeren Tisch. Der ist schon groß, ne? Returnal ist nice, ne? Ein Moment. 30. Ist etwas zu knapp, fand ich jetzt. Na, ist also 30.
Ja, die haben das schon gewusst, ne? Die haben das gewusst, hey. Die haben das Spiel so durchdacht, dass Dead Island, da ist halt nur das Nötigste, ne, in dem zweiten Teil. Da musst du nichts grinden, das finde ich super. Da wird das Spiel nicht unnötig in die Länge gezogen, weil du irgendwelche Sachen einsammeln musst. Na, es ist in Ordnung. Unmissable Buggy, Truck Grind, okay, alles gut. 25. Boah, das Gameplay ist auch wieder so schnell. Heftig, heftig, heftig. Boah, das gefällt mir schon mal sehr gut, ey. Unterwegs zur weißer Schattenübertragung. Dieser Wald umfasst weitläufige Gebiete. Ein bisschen mehr Sound. Typ Zivilisation. Alte Mauern, Fundamente und Statuen. So, Werte. Ah, okay, da gibt's Werte. Permanente Upgrades. Eine Karte gibt's hier. Erinnert mich ein bisschen an die Karte von Star Wars. Na? Urteil. Scout Logbuch, Atropos. Ich habe einen toten Astra Scout gefunden. Prüfe Identifikation am Helm. Das ist. Soll sehr gut sein. Das muss ich ja auch mal zocken, unbedingt, ne? Unbedingt. Unbedingt muss ich das mal zocken. Drei. Die drei, natürlich, ne? So den ersten. Ich habe den ersten hier, habe ich noch nicht gespielt. Den zweiten habe ich mir noch nicht gekauft, weil er noch, ich finde, ein bisschen zu teuer ist. Ach so, ich habe mir heute zwei neue Spiele gekauft wieder. Ich bin schwach geworden. Na? Ich habe mir gekauft Terminator Resistance für die PS5. Es gibt ja eine PS5-Version davon. Und, Mann, was ich schon wieder gekauft habe, die... Das ist schon... Ich sag's lieber nicht. Und, Star Wars kommt nächste Woche und Crisis Trilogy. Crisis Trilogy. Bonusschaden. Das Terminator soll ja sehr gut sein und Crisis ist sowieso geil, ne? Alle drei Teile, ja. Ich habe mir jetzt alle drei Teile für die PS4 geholt, aber es gibt ja ein PS5 Upgrade. Schlüssel. Xenotech durch einen Schließmechanismus. Schließmechanismus. Sorry, ich habe gerade an was anderes gedacht. Ne? Geile Games. Oder nur die alten Missionen.
Ja, genau. Ich habe Crysis 3 auch bei Origins. Fauna beseitigt. Ich habe das Prinzip schon erkannt von dem Spiel, ne? Ich glaube schon. Deswegen ist das Spiel auch so schnell, ne? Scout Logbuch Atropos. Verstrichene Zeit. 30 Minuten seit dem letzten Absturz. Crysis 27 € neu. Aktuell liegt's gebraucht bei 35 bis 40. Ich habe bezahlt 27, Terminator habe ich bezahlt 21. Aber neu, ne, für beide. Neu, beide sind neu. Ich konnte nicht nein sagen. Ich habe so ein Problem damit. An die Aufzeichnung erinnere ich mich nicht. Nein. Ein Signalsprung. Es sieht aus, als müsste ich. Ja, genau. Da gibt es auch ein Add-on, das gibt es nur für die PS5. Ach. Stopp, 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 stopp. Genau. Da drüben ist auch noch was. Da ist auch noch was. Ja, das finde ich geil. Hier ist alles auf der Karte schon drauf. Sowas finde ich richtig geil. Oh, da muss ich aufpassen. Oh, fuck. Oh, fuck. Krass. Also, wenn ich sterbe, dann komme ich zum Anfang wieder zurück, oder? Wenn ich das richtig gelesen habe.
Es ist aber da drüben. Stopp. Geht auch nicht. Habe Leichen einer Xenotyp-Spezies gefunden. Wahrscheinlich die Erbauer dieser Ruinen. Vielleicht die Empfindungsfähigen, die das Signal des weißen Schattens senden. Eine Flucht ist unmöglich. Ich habe alles versucht und kehre doch immer zurück. Da ist ein Moment zwischen Tod und Wiedergeburt. Wenn Tentakel nach mir greifen, schreie. Ertrinken. Rückkehr. Feindlichen Räuber entdeckt. Crazy, ey. Oh fuck, war der schnell. So schnell konntest du nicht mal gucken. So schnell war er schon da und hat... Helios. Heftig. Aber das sollst du sein anscheinend, oder? Asta, hier ist Celine. Absturz überlebt. Heftig. Können Sie mich hören? Ich bin in meinem Schiff. Hey, Talzer, servus. Funktionsfähig und... Servus, ey. Ich habe das schon einmal erlebt. Von was? Von Dead Island bin ich fertig. Da bin ich fertig. Deswegen spiele ich Returnal jetzt. Die ist auch kurz. Das Spiel ist wirklich kurz. Das ist wirklich kurz. Und auch nicht schwer. Das ist wirklich nicht schwer. Ich habe die Platin mit einer 2 von 10 bewertet in Dead Island 2. Das Video wird gerade noch von YouTube bearbeitet. Ich denke mal um 20 Uhr ist es online. Ja, und das war's. 2 von 10 ist. Ja, das hätte ein 6-Jähriger geschafft, ne? Was soll ich sagen, ne? Ja, das kommt drauf an. Ach man, ey.
Es kommt drauf an, wie viel Zeit ich mir nehme, ne? Ja, das ist easy peasy. Einmal durchspielen. Die Umgebung hat sich verändert. Ein paar Nebenmissionen. Und das war's. Na? Grinden musst du da auch nichts. Sammeln. Na, musst du nur 50 Dateien. Das ist auch easy peasy, da findest du sogar viel mehr. Ach, die kann nicht schwimmen, oder was? Was soll das? Das funktioniert so nicht, aber... Ja, ich hab's noch installiert. Oh Mann, ey, das fängt schon gut an, ne? Das fängt schon sehr gut an. Aber was mache ich denn? Sicherheitssystem entdeckt. Ich glaube, ich sollte mir hier Zeit lassen, ne? Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, habe ich das Gefühl. Neue Technologie entdeckt. Erweitere Waffe mit alternativen Feuermechanismus. Hey, Kevin, servus, ey. Ja, es ist... Ich kann ich dir nicht sagen, ich habe erst angefangen. Ich habe keine Ahnung, ey. Noch nützlich sein. Schauen wir mal. Dead Island, ja, es muss alles schnell gehen, ne? Und ich darf nicht so viel Zeit verlieren. Shit! Was ist jetzt? Es wird crazy auf jeden Fall. Alter Schwede, ey.
Nächste Woche ist Star Wars, ja. Ja, da kommt nicht ein Gegner, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Da kam gleich die ganze Gang. Und dann stehe ich da unten und die kommen von vorne, von rechts, von links kommen zwei. Ey, heftig. Heftig, heftig, heftig. Heftig. Gib her, gib mir das. Er hat Cousin geholt, auf jeden Fall. Geile Chance, ey. Ich sehe schon, dass sogar das Energie holen wird hier eine Herausforderung im Spiel. Okay, ey. Krass. Wer hat's von euch auf Platin? Wer hat's von euch durchgespielt? Hat jemand von euch durchgespielt? Oder bin ich schon wieder der einzige Trottel hier, der das macht? Reparatureffizienz? Let's go! Sag mal her. Oh, sieht aus wie eine neue Waffe, oder? Sieht aus. Aber ich muss sagen, der erste Eindruck gefällt mir auf jeden Fall. Das ist mal was anderes, dieses Science-Fiction-Thema hier. Wolfenstein 2 ist sehr hart. Ich habe es noch nicht probiert, aber... Es ist schwierig.
Sehr knackig, sehr knackig. Habe eine riesige Mauer entdeckt, hinter der sich das Signal des weißen Schattens befindet. Komme nicht über die Schlucht. Passe Ziele vorerst an und untersuche Energiesignal im Wald. Scout-Logbuch, Atropos. Wer hat die Übertragung gestartet? Siehst du den weißen Schatten? Rüllensteinsfeuer. Das sollte nur ich kennen. Aber ich höre die Worte wie aus dem Nichts. Hatten die Empfindungsfähigen etwas damit zu tun? Aber woher wussten sie? Ich hoffe, dass sie... Okay, da brauche ich das Gerät. Ah, schon geil, ne? Jetzt hier mit einem Sturmgewehr. Oh Baby, das gefällt mir, ey. Ich hab mal wieder was zum Ballern gebraucht. Also das macht sehr viel Spaß. Sehr viel Spaß. Geil, ey. Ich hoffe, es ist etwas länger wie Dead Island 2, ne? Oh, fuck, das gefällt mir, ey. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich habe schon gedacht, ich muss die ganze Zeit mit der Pistole spielen. Ja, Wolfenstein wäre schon was, ne? Xenotyp-Gerät gefunden. Es wird bestimmt noch nützlich sein. Ich das lasse ich. Auf der Karte werden die Feinde auch angezeigt. Das ist ja sehr gut, ey. Bringt nichts.
So, das stört mich jetzt, dass ich den Kleinen da nicht töten kann. Wahrscheinlich gibt es dann wieder irgendwas, dass ich den töten kann. Game, hey, Swampy, hey. Servus, servus. Geiles Game, sagst du, ja? Ja, mir gefällt's auch. So, ich halte mich lieber mal außen, nicht zu weit innen. Xenotyp-Technologie an der Leiche eines Empfindungsfähigen entdeckt. Scan weist auf potenzielles Anzug-Upgrade hin. Scheinbar gefahrlos einsetzbar. So mit Alien-Technologie. Systemintegration beendet. Führe Funktionstest durch. Sie weiß, was gut und schlecht ist, ja? Alter, wie geil es aussieht, ne? Verstehe. Bestätigt. Exakte Teleportation. Ausgang scheinbar voreingestellt. Schnell runter, Mike! Shit, das kam überraschend, ey. Hey, Lukas, servus. Was geht ab, du Furz? Servus. Servus, ey. Ja, ich hab schon Platin. Ja, es ist easy. Ist easy. Ist wirklich easy. Ist easy. Es ist geil, aber es ist zu kurz.
Na? War das jetzt? Ah, okay. Setze Verbrauchsgüter ein. Aber es ist auf jeden Fall gut, aber naja, 70 Euro, ich weiß nicht, ne? Sehe ich nicht so. Ich muss sagen, mir wären sogar, ich sag's euch ehrlich, 50 Euro sogar für das Spiel ein bisschen zu viel, ne? Weil 25 Stunden ist nichts. Nichts, nichts, nichts. Ist einfach nichts, ne? Es gibt Games, die zockst du 25 Stunden, dann bist du erstmal vielleicht, dann bist du vielleicht mal drin in dem Game, ne? Und bei Dead Island 2 bist du halt fertig. Das ist sehr schwach. Es ist schwach. Xenotyp-Technologie entdeckt, die neue Geräte hervorbringt. Ach so, ich kann mich dahin teleportieren. Ah, okay. Fragment der Xenotyp-Sprache entdeckt.
seltsames Energiesignal entdeckt. Markiere es auf der Karte. Hinweise auf rudimentäre Xenotypsprache entdeckt. Momentan fehlen mir die Mittel, diese Xenoglyphe zu entziffern. Stimmt diese Übersetzung? Entrückte Brüder? Unerträgliches Leid? Crazy, Mann. Da kommen sie, die zwei Gandalfs, ne? Heftig, heftig, ey. Na? So, Energie brauche ich auf jeden Fall. Oh, sehr gut. Kann ich hier rüber? Genau. Macht es, ich wünsche den Guten. Ach, zum Reinigen. Ich habe sowieso schon viel Funktion, da brauche ich nicht noch eine, oder? Das habe ich gerade gesehen. Schnelles Nachladen wie ein GOW, ja? Also Gears of War. Ach so. Ja, großen Monopolit ist alles mit Schillingen zur Scheune, 4,15 hoch. Ja, 4,15 Rang, 4 Ether. Was ist das? 1918. Oh, wie das hier aussieht schon, ne? Aber den immer seitwärts laufen am besten. Die schießen. Ah, okay. Zeig mal her, was ist das hier wieder?
gefällt mir gar nicht, die Waffe. Gefällt mir gar nicht, ey. Na? Kleine Lebensform entdeckt. Scheint zahm. Hat sich parasitär an meinen Arm geheftet. Aber nicht gefährlich. Irgendwie stärkt und schwächt sie meinen Anzug. Fuck, 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 ey. Er musste auf. Es wäre jetzt perfekt gewesen zum Ausweichen nach links, aber nein. Das ist ganz schlecht, was ich jetzt mache. Schon crazy, ne? Ist schon crazy auf jeden Fall. Ich glaube, von da kam ich. Dann gehen wir mal hier rein. Faszinierend. Ich habe eine Technologie entdeckt, die die Vergangenheit.
Vergangenheit erfasst. Eine Art Bildarchiv? Die Empfindungswegen stießen auf dieselbe aggressive Fauna. Sie trafen Schutzmaßnahmen. Das muss Jahrhunderte her sein. Reparieren moderaten Schaden mit Schädlichkeit. Das ist irgendwie. Ganz krass. Warum leuchtet es so immer? Ich verstehe es nicht. Egal, ich gehe mal zurück. Ich habe wieder genug Energie. Es kommt wahrscheinlich irgendwann mal später irgendwas. Ja, genau. Wieder blau. Ja, ey Mann. Sogar zum Energieholen. Sogar das Energieholen ist hier nicht ohne, ne? So, ich gehe erstmal da hoch. Das ist wieder so eine blaue Tür. Da gibt es hier wieder Zeug zum Sammeln, ne? Wieso ist das hier? Ich glaube, ich durchlebe meine Erinnerungen erneut. Nur nicht alle. Sie sind löchrig. Manche Stellen fehlen. Andere sind irgendwie künstlich. Ich weiß noch, wie es war, den Verstand zu verlieren. Hier gibt es keinen Trost. Keine Sicherheit. Der Astronaut folgt mir weiter. Erstmal die kleinen Gegner alle und danach der große. Bevor ich jetzt hier irgendeine Scheiße anfange. Genau. Das muss ich. Ich muss. Das ist nicht ohne, ne?
höre ich schon. Sehr gut, ihr geht runter für mich. Noch einer. Ich denke mal, ich werde fertig bis Freitag mit dem Game, oder? Was meint ihr? Na? Ja, das ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Na, mal nichts Umständliches. Einfach nur ballern. Na? Ist halt wieder was. Mit Spaß. Ja. Ja. Hier nehme ich auf jeden Fall. Ich sehe schon, was hier los ist. Na, am besten nicht in den Lichtkegel rein. Aber bevor ich das mache, ich habe noch nicht alles eingesammelt. Und da kam ich. Oder? Ja, wenn, dann kommst du runter. Nee.
Eine Sekunde, ich gehe schnell aufs Klo. Einen Moment bitte. Na, was geht ab? So, weiter geht's. Weiter geht's. Keine Zeit verlieren. 19.37 Uhr bis 22 Uhr habe ich Zeit. Ja. Ein Schlüssel fehlt mir. I don't care. Ein Schlüssel. Ja, das nehmen wir doch, oder? Das bisschen Energie. So, ich muss mir einen guten Platz suchen. Hier, ja, hier ist gut. Hier ist auf jeden Fall gut. Schrott, ey. Das ist so Schrotflinte, ganz schlecht für sowas hier, finde ich. Persönlich. Na, da kommst du auf jeden Fall nicht weit, würde ich schon fast sagen. Na. Ach so, schau mal her. Also bei so einem Spiel wie hier, da würde ich lieber auf Distanz bleiben. Na? Besser geht schon fast gar nicht. So, dann haben wir hier blau, ne? Blau. Und ich bleib hier außen. Am besten hier immer in Deckung.
Kommt sowieso jemand gleich und will mich wieder töten? Oder zwei? Ein Hausschlüssel! Mein Hausschlüssel. Ah. Kommt der hierher? Geile Sache. Das heißt, ich könnte eigentlich zurück. Das heißt, wie komme ich zurück? Karte. Das war, welcher Bereich war das? Der hier. Das heißt, das ist ja gleich hier. Genau wie ich es zurückgelassen habe. Unmöglich. So, eine Sekunde. Ich sehe gerade, hier ist gerade was fertig geworden auf YouTube. Dann machen wir das mal öffentlich. Das wurde nach meiner Abreise gemacht. Wie... Okay. Hallo? In diesem Ordner habe ich meine ersten Missionen festgehalten. Aber der gehört in die Archive des Mutterschiffs. Ich kann nicht. Wie, du kannst nicht? Mach doch einfach auf. Seltsame Markierungen. Beende die erste Haussequenz. Die erste, also gibt's einige. Gut. Sollte ich mich daran erinnern? Ich werde trotzdem mal noch mal so lang laufen. Ich muss mal was gucken. Stopp, 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 stopp. Hier lang.
komme ich? Da komme ich hoch. Genau, die darf ich nicht vergessen, ne? Hier liegt auch wieder was. Aha. Endlich noch ein Teleportationsgerät, aber deutlich komplexer konstruiert. Xenotech, Xenotech hier, Xenotech da. Was gibt's hier wieder? Irgendwas Neues wahrscheinlich, ne? Ich habe den Roboter entdeckt. Held. Potenzielles Werkzeug. Ein Laserschwert, ja? Scheinbar gefahrlos benutzbar. Oh, ich war nicht ganz falsch in meiner Aussage. Na? Erweitere Ausrüstung für späteren Einsatz. Die Grundlagen. Oh, geil, ey. Ey, gibt schon geile Sachen hier, ne? Jetzt verstehe ich's. I understand now. Geile Sache, ey. Das gefällt mir schon wieder richtig gut auf jeden Fall. Das ist schon da lang. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ah, okay. Ja. Und dann war hier unten. Da muss ich mal was ausprobieren. Das hätte ich mir jetzt sparen können, oder? Ich glaube schon. Das Aufsammeln von Gegenständen bewirkt Schaden. Oh Mann, das. Das war jetzt nicht so gut, ne? Crazy. Crazy.
ich spring gleich mal zurück am besten. Man, es sieht gerade nicht wenig ab, ne? Heftig, heftig, heftig. Da kann ich gleich wieder hier... Ah, schon, jetzt kann ich das hier aufmachen. Gar nicht, das gefällt mir gar nicht hier. Links und rechts geht's runter. Ich drehe mich schon mal in die Richtung. Noch einer. Nö, 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 nö. Komm, da benutzen wir den Teleporter am besten. Da ist ja sogar eine kleine Station davor. Ja, ich habe noch so viel Zeug. Schaut mal, wie viele Fragezeichen noch, ne? Aber hier ist nirgendwo. Da habe ich noch ein paar Sachen vergessen. Aber ist jetzt wurscht, ne? Ist wurscht. Den juckt's. Das sieht aus wie der Boss-Area, die hier gleich kommt. Die seltsame Energiequelle liegt dahinter. Könnte mit dem weißen Schatten zusammenhängen.
Nö. Nö, 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 nö. Woher das weiße Schattensignal kommt. Ich würde am liebsten mal runter springen, na? Hey, Serkan, servus. Was geht, Serkan, servus? John? Hey, John, servus, ey. Danke. Danke dir, ey. Wie geht's euch, ey? Jetzt habe ich es gecheckt. Ach, so ist es. Ach so. Nein, ey! Mike, nicht pennen! Nicht vom Ende! Mann! Wieder abgestürzt. Astra? Sie hören mich nicht.
Ich bin allein. Ach, hey, Kaninchen, Mutti, servus. Mann, nicht vorm Ende. Nicht vorm... Mann, das gibt's. Das ist das Bitterste überhaupt, ne? Das ist bitter ohne Ende. Bist du von der Arbeit gekommen? So ist es halt, Mann. Hätte ich es nicht verkackt, hätte ich dann... Die Umgebung verändert sich. Passt sich der Wald an irgendetwas an? Jemand ist hier bei mir. Ein Astronaut, aber das ist unmöglich. Führt oder verfolgt er mich? Das gibt's nicht, ne? Das gibt's nicht. Fotos meiner Mutter. Diese Art Anzug hätte sie getragen, wäre der Unfall nicht gewesen. Aber nichts aus der Apollo-Ära könnte diese Atmosphäre widerstehen. Ich hab immer bei den Nahkampfschlägen hab ich's mir selber verbockt, ne? Egal, alles. Oh, endlich! Na, mit der Pistole, das ist ja... Mann, das ist so krass, ne? Dass ich da beim Boss jetzt... Das nervt mich. Etwas nervt sich. Nein, keine Pistole.
Ach Mann, ey. Muss grad lachen. Ich habe gerade gelesen, dass ich Dead Island in 2 Tagen auf Platin gespielt habe, dass es zu übertrieben ist von mir, ne? Es ist zu übertrieben, was ich gemacht habe. Ja. Geil einfach. Ach, herrlich, ey. Übertrieben ist. Ich hab's zu schnell. Ich war zu schnell. So habe ich das rausgelesen. Aber das Spiel ist wie ein Snack, ne? Da beißt du ein, zweimal rein, ne? Und dann war's das schon wieder. Es ist so. Da gibt's nicht viel zu sehen. Ach so. Ach, das kann man Koop zocken? Ganz krass. Es ist crazy. Es ist crazy. Ich war da richtig. Au, ich sehe es gerade. Ich muss noch mal rüber. Ich meine, die 10 Orte, na, die sind relativ klein. Die sind klein. Ich konnte mir gleich merken, wo ich hin musste. Das sagt schon viel. Und ich brauche eigentlich immer etwas länger, um mir irgendwas zu merken, na. Wir bleiben nicht sonders übrig. Doch. Ach. Wir haben viel zu wenig aus dem Spiel gemacht. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Na. Das Spiel ist so gut, aber viel zu kurz. Oder was meinst du, Player? Du spielst ja auch aktuell, ne? Ist okay, 25 Stunden ist okay auf jeden Fall. Er kommt auf jeden Fall. Ich denke mir das auf jeden Fall, dass da welche kommen. Deswegen ist die Welt so wie sie ist, ne? Weil bei einer Open World hast du immer das Problem, na, wenn du irgendwas hinzufügen willst, na, per DLC, dann musst du die Karte verändern. Aber man hat Dead Island 2 so konstruiert, dass du einfach per DLC, du kannst immer einen neuen Ort hinzufügen. Immer. Egal wann du willst, wenn die sagen morgen, hey, wir fügen einen neuen Ort hinzu, dann kommt ein Update, dann kommt der Ort rein, dann kannst du per Schnellreise hin, so wie überall in dem Spiel. Hundertprozentig. Das haben die mit Absicht so gemacht. Hundertprozentig. Ganz, ganz sicher bin ich mir dabei. Ganz, ganz, ganz sicher. Ganz sicher, das schwöre ich euch. Ja. Hundertprozentig.
Weil wie willst du das machen? Machst ein Open World Spiel, ne? Und wie willst du die Open World erweitern? Das geht ja irgendwie, das geht ja nicht, ne? Du musst ja die ganze Karte dann erweitern. Deswegen die Orte. Du kannst überall per Schnellreise hin. Es kommen bestimmt noch mal welche nachträglich und dann hat sich die Sache. Na? Seven Days to Die Superman im Craft Multiplayer. Aber das Spiel ist echt gut, ne? Also ich kann nichts Schlechtes drüber sagen. So, jetzt wieder rechts. Jetzt nach hinten. Jetzt wieder rechts. Nein, Mann! Du Krüppel! Das ist. Es reicht. Ich verstehe. 0,1% haben die. Die Platin. Die Übertragung ist das Einzige, was zählt. Astra, Helios ist Geschichte. Selin steigt aus. Mein Ende wartet am Anfang. Verlassen, wie
Helios. Das gibt's nicht, ey. Letzte Tour, misslungene Flucht. War ich jetzt zu nah? War ich zu weit? Meine Erinnerung neu geordnet. Ich verstehe ihre Muster nicht. Sie ziehen mich in tiefste Tiefen. Ich muss jetzt dorthin. So wie du. Ich habe unsere Blackbox-Hologramme entdeckt. Sie zeigen meine letzten Momente. Irgendetwas hat eine meiner Scout-Leichen befallen. Heftig, hey, der Boss. Die letzte Phase. Drei Phasen halt wieder, ne? Heftig, ey. Du musst sie wirklich auf dies, das, auf alles achten. Du musst springen, während du springst, nochmal nachladen. Ne? Eigentlich hätte ich gedacht, na, dass ich mit Dead Island 2 die Woche überbrücken kann bis Star Wars. Na? Und eigentlich war es jetzt nur das Wochenende. Na? Nicht mal. Nicht mal. Na? Ich finde es schade. Sehr schade. Aber da kommt bestimmt demnächst bald ein Update. Kann ich mir gut vorstellen. Na, vielleicht kommt der neue Spiel Plus noch hinzu. Gibt's ja nicht. Na, nicht, dass ich jetzt... Ich habe da jetzt nichts anderes gesehen. Da bin ich vorhin auch schon hochgekommen, deswegen lasse ich das. Weiß es nicht, ey.
Es ist halt krass, du stirbst und verlierst halt alles, ne? Alles. Ne? Alles. Hier wird nichts gelassen. Du musst wieder alles finden. Ne? Ich weiß, beim zweiten Boss kommt schwächer wieder vor. Ich habe weniger Energie, weniger Adrenalin. Stopp. Da ist eine blaue Tür. Ich bin ja da durchgefallen, ne? Genau. Aber das geht nicht. Ich kann es noch nicht zumindest. Ich weiß nicht, hast du Returnal gespielt schon? Hat es jemand von euch gespielt? Ich habe vorhin schon gefragt. Ich habe keine Antwort gekriegt. Gar keine. Ja. Nope. Das Schild kann ich wahrscheinlich im Nahkampf zerstören bei dem einen. Hundertprozentig, ne? Hab ich mir schon gedacht, ey. War ich vorhin schon, ne? Oder Schlüssel. Hier war ich vorhin, ne? Sehr hoch.
schon gehört. Ne? Noch? Wo? Eine Pistole! Mann, nein! Was soll ich damit machen? Schießen oder was mit dem Ding? Boah, was ist hier los? Ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt die Pistole ganz am Anfang, dann hatte ich die Schrotflinte, aber da halte ich gleich Abstand davon. Weil da musst du immer nah hin, na, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe mir auch echt schwer getan mit der Pistole, mit der Schrotflinte, und jetzt habe ich halt das Sturmgewehr und gefällt mir am besten. Weiß nicht, der Player hat schon gespielt, ne? Ich weiß es nicht. Ob es noch eine bessere Waffe gibt? Vielleicht schon. Jetzt bin ich hier. Das hatte ich halt. Es ist halt. Ja, was soll ich sagen, ne? Das, es ändert sich ja immer die Welt nach jedem Tod, das finde ich halt ein bisschen schade. Weil jetzt im als ich das erste Mal beim Boss gestorben bin, hatte ich das. Was ich jetzt habe, hatte ich ja alles nicht, ne? Also ich habe es zumindest nicht gesehen. Dein Tempo, das bringt nichts. Oh, hätte ich das halt genommen, ne? Antonacci! Schauen wir mal rein, oder? Oh, so wieder nichts angezeigt. Sowas finde ich immer mysteriös, ne? Aber ich nehme es mal an, ne? Und alles wieder auf privat. Aber er wird wahrscheinlich von Dead Island 2, wie ich sehe. Boah, krass, Alter. Es hat sich doch gelohnt zu sterben. Ja, bei mir ist aufgefallen, man behält das ganze Zeug. Die Übersetzungen und alles.
Blöd bin ich nicht, ey. Oder doch? Falsche Taste. War nicht gut, dass ich da jetzt rumgespielt habe. Um 30%, oh, das ist zu viel. 30% gleich, man kann es auch übertreiben, ne? 30%. Heftig, heftig, ey. So, ich habe da hinten was. Okay. Ja, was macht es dann? Player, was ist, wenn ich den jetzt räche? Der, also ich habe ja vorhin gegen einen gekämpft, der war ziemlich stark, ne? Ziemlich stark. Ziemlich, ziemlich stark, ne? Deswegen lasse ich's. Lass es. Erstmal. Schauen wir hier mal zwei blaue Portale. Schwimmen kann ich aber auch noch nicht. Mehr gibt es hier nicht zu sehen wieder. Was hab ich denn da? Damit mache ich den Boss auf jeden Fall fertig. Was war denn das jetzt? Das ist ja ein Absatz auf meiner Waffe, oder? Nochmal blau. Nochmal eine blaue Tür. Hier ist nochmal eine Kiste.
Aber da könnte ich jetzt zum Boss. Definitiv. Ich muss hier weg, zu viel Trouble. Ich hab keinen Platz hier. Oh, da oben aber. Stufe 4 gleich. Auch wieder eine blaue Tür. Das ist ja ein richtiges Bonuslevel hier die ganze Zeit. Das hört ja gar nicht auf hier. Da auch schon. Oh. Kommt da was? Ja, eigentlich will ich das nicht hier, ey. Eigentlich will ich zurück. 25% mehr Energie wäre nicht schlecht. Wo war das jetzt nochmal? Hier, ne? Hier. Hier. So, einmal die Hand rein, den Arm am besten. Boah, schon 2:40. Oh. Ja, ist der Tag schon wieder fast rum. Krass einfach, ey. Hab fast nichts gemacht heute. 4 Stunden gestreamt. Ein Video aufgenommen, hochgeladen. Na? Ja, und dann war es das schon wieder. So, jetzt soll ich den Boss aber schaffen. Na? Jetzt bin ich viel besser ausgerüstet. Das hatte ich ja vorhin, genau. Dann kann ich jetzt hier hin.
Ja, wie komme ich da rüber? Oder... Ach so! Da ist eine Waffe und ein Fragzeichen. Da war ich doch vorhin, ne? Ach, genau da, wo die Leiche war. Was wieder? Schauen wir erstmal hier hoch. Sofort! Boah, das nehme ich! Besteht, aber stimmt das? Oder wollte sie auch nur von hier weg? Denn hier, was sind das für Gegner jetzt? Wieder eine blaue Tür? Schade, schade. Kann ich noch nicht machen. Das heißt, ich müsste schon. Was ist das da oben jetzt schon wieder? War knapp. Oh, was haben wir hier liegen? Uninteressant.
Was ist hier schon wieder? Ah, hier geht's zum Boss. So sieht's wieder aus zumindest. So, das habe ich auch abgeschlossen. Nee. Doch. Die Karte zeigt es jetzt oben rechts. Ich gehe trotzdem mal da lang. 20:57. Aufstehen! Jetzt schlafen wir! Ich fühle mich ein bisschen unwohl auf der Karte. Genau deswegen, jetzt kommen die hinter mir. Das ist mein Platz jetzt hier oben. Perfekt. Boah, geil, oder? Her damit, ey. Hey, Swampy! Was läuft? Ahnenei. Schätzung, danke, ey. Ich tu mir schon einfach in dem Spiel. Beim Boss, ne? Ist schon crazy auf jeden Fall. Es ist crazy. Beim Boss wird es dann wieder crazy. Er hat drei Phasen. Ja, Sekiro ist sein Bruder auf jeden Fall, sage ich nur. Ja, ihr wisst Bescheid, ne? Bei dem Pfeil und Bogen. Ja, die Pfeil und Bogen natürlich, dann wäre es kein Problem, ne? dann wäre alles in Ordnung. Ach, du auch noch! Ach, so läuft es hier!
Ach, da ist gleich die ganze Verwandtschaft, ne? Sehe ich gerade. So, zwei grüne, noch ein roter hier. Aha, so läuft es bei euch. Teletubbies, ha? Ja, komm mal hoch. Da ist schon wieder eine blaue Tür. Das ist ja ein Bonus-Level ohne Ende, ne? Also ich muss auf jeden Fall sagen, na, das hat schon ein bisschen was mit Glück zu tun, na, weil man muss darauf hoffen, dass man ein gutes Level kriegt, na. Wisst ihr, was ich meine? Dass man halt guten Loot kriegt und dann kann man zum Boss. Das werde ich mal so probieren. Mal schauen, ob ich dann recht habe oder nicht. So, das hatte ich ja schon. Schau mal, hier ist noch eine Bonustür. Hat schon etwas mit Glück zu tun. Lebenden Empfindungsfähigen in der Wüste sind nicht die einzigen Lebensformen, denen ich begegnet bin. Weil vorhin, wie gesagt, ich bin das erste Mal beim Boss gestorben. Das zweite Level, da war ja nichts. Sie stärken ja. Und schwächen mich. Nichts. Und obwohl ich das weiß, lasse ich sie zwanghaft an meinen Körper. Nothing. Ja, ich weiß. Also was heißt ich weiß? Ich kann es nicht ändern. Ich will es auch nicht ändern. So. Jetzt sag mir nicht, hier ist nichts. Hier. Aber mir gefällt's. Ist mal was anderes. Ich will einfach nur ballern und einfach mal nichts machen, ne? Wisst ihr, was ich meine? Nicht irgendwelches Zeug einsammeln, mich nicht mit Bossen rumärgern, die 80 Evolutionsstufen haben. Na. Ja, genau. Stopp! 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 Wo laufe ich lang? Ich laufe falsch, ne? Ich glaube, es fehlt mir mal. So ein richtig geiles Baller-Game wieder. Spiele ich ja nie. Absolut nie. Obwohl ich das mir eigentlich schon fast... Na, fällt mir fast am meisten schon. Aber gibt halt nichts. Nichts Gescheites. So, ist jetzt auch wurscht, ne? Ich würde sagen, ab zum Boss. Bisschen Flipman Rage. Ragey Rage. Metro-Stür. Metro, ja. Was ist mit Metro? So, ich gehe kurz aufs Klo. Eine Sekunde. Metro Exodus. Was ist das? Ich kenne das gar nicht. Was ist Metro? Sind gute? Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Na? Ich komm gleich, ey. Ich kenn die natürlich. Na? Komm. Zack, zack, raus hier.
Sorry. Ich hab damals, ich hab schon das allererste Metro gespielt auf der 360. Na? Ich kenne das, das habe ich sogar auf 100% gespielt. Na? Das zweite habe ich auch mal angefangen, aber ich habe es nicht zu Ende gebracht. Exodus habe ich noch gar nicht gespielt. So. Ich muss aber jetzt den Boss jetzt mal endlich schaffen. Alle guten Dinge sind drei, ne? Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Nein, Mann! Du Knecht, ey! Jetzt reicht's mir aber! Es gibt's nicht! Es nervt mich schon wieder, ey! Was soll das, Mann? Jetzt war ich besser wie vorhin und ist noch schlechter. Das kann's doch nicht sein, ey. Hau ab mit dem Scheiß, kann das nicht mehr sehen, ey. Ich bin schon wieder auf den Sack mit seinen drei Phasen, ey. Mach am besten gleich 80 Phasen, ey. Na? Schon wieder 5 zu wenig anscheinend. Das gibt's nicht. Ich hätte mich nicht umdrehen sollen, ne? Ich geb mir auf den Sack einfach.
genau. Jetzt bin ich hier und hab nicht mal einen Schlüssel. Ey, ich war so gut ausgerüstet, ne? Und ich hab... Das ist... Das werde ich nicht verstehen einfach. Egal, ist halt so. Ist halt so, ne? Ich kann es nicht ändern. Da war ich ja mit der... Mit dem Level 1 Sturmgewehr viel besser dran wie mit dem. Also was ein Krampf, das ist gerade, ne? Verstehe ich nicht, ey. Ich soll doch eigentlich mehr Schaden machen, oder nicht? Ich habe Bonusschaden auf 2 gehabt. Aber okay, ich sag nichts. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ich will mich nicht aufregen. Das wollte ich dieses Mal nicht machen, aber es geht nicht anders. Ja, was ist jetzt? Jetzt Book of Raw, habt ihr gesehen? Per Zufall kommt jetzt irgendwas. Geil, oder? Book of Raw. Ach, geil, ey. Ne? Ach komm. Das zieht mich. Am 5.3. ist er gestorben, ha? War schon ein bisschen her auf jeden Fall. Ein bisschen aber nur, ne? Schlüssel. Spuckmaulblaster. Ach, ich warte nicht, ich habe keinen Bock.
nur einen Slot. Ja, das bringt mir nichts. Einen Slot? Was ist hier? Kamera ist schon, die Ding ist schon ein bisschen verwirrend. Die Karte. Komm mal einfach rüber, komm, wir warten nicht. Ach ey, nee. Das mache ich noch, dann gehe ich zum Boss. Weil jetzt schon wieder alles abfarmen und dies und das, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Das ist doch gut, ey. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Kann man so lassen. Na? Oder was meint ihr? Das ist wieder ganz grob hier, ne? Sowas hatte ich auch noch nicht. Ich muss hier raus aus der Ecke. Was ist denn hier los? Da warten noch, ha? Hallo? Hey, wohin mit euch? So. Ja, wie viel er abzieht? Ey, wie viel Schaden habe ich denn gerade im Nahkampf gemacht? Alter Schwede. Muss ich nochmal bei dir testen? Komm mal her. Jetzt komme ich gerade auf blöde Ideen mit dem Boss, ne? Nein, wohin mit dir? Ich war das nicht. Ich bin schon wieder ausgerutscht. Na, ihr habt es gesehen, da lag wieder was. Schon wieder ein Bonuslevel? Ach komm, das nehmen wir mit, oder? Bringt mir halt wieder gar nichts, ne?
Gerät mit Prägung in Gestalt eines Empfindungsfähigen entdeckt. Praxistest läuft. Schön, jetzt werde ich zu dem Cyborg. Jetzt werde ich zu einem Cyborg. T-1000, ne? Es hat mich gescannt. Aber wozu? Jetzt kann ich wahrscheinlich fliegen. Na, und dabei kommen mir Laserstrahlen aus den Augen. Nee, das brauche ich nicht. Das ist Schwachsinn. Da mache ich mich nur schwächer wegen ein bisschen Zeug sammeln. Was ist hier los? So läuft's. So läuft's. Was haben wir hier? Hier haben wir nochmal eine Kiste. Da kommen wir dagegen wahrscheinlich. So, dieses Mal nehme ich wieder das hier. Der Schaden, das bisschen mehr Schaden hat mir ja gar nichts gebracht, ne? Brauche ich nicht. Oh shit! Was ist denn, zwei Sterne General oder was? Oh crazy, crazy. Das hatte ich ja auch noch nicht, ey. Komm mal her, Meister Proper. Schlüssel. So, da vorne gibt es dann, ich denke mal wieder. Ach, stopp. Von da kam ich. Was haben wir denn hier wieder? Ein Loch.
Hey, warum musst du erstmal schlüpfen? Ja. Muss er? Ja, auch wieder. Ich muss mal was probieren. Beim Boss, wenn ich dann mal ausweiche, dann muss ich ihm mal eine mitgeben. Na? Vielleicht gehe ich es auch falsch an die ganze Zeit. Das kann auch wieder sein, ne? Nee, nicht schon wieder. Nee. Ich hab nicht schon wieder. Nö, mach ich nicht. Warum soll ich jetzt schon wieder? Schon 80 Mal gemacht mindestens. Es sieht aus, als müsste ich. Hier. Oh, was haben wir denn hier? Hau ab von mir! Bringt mir nichts! Bringt mir nichts! Was haben wir hier schon wieder? Eine Pistole oder sowas, ne? Ja, klar. Da Level 1 Waffe. Mike!
Nicht wegdrehen, nicht wegdrehen, genau. Was wird da erwischt, du kleiner Pimmel, ey? Alter Schwede, ey. Schau doch mal meine Energie wieder an. Alter, ich schwitze sogar bei dem Kampf, ne? Neuen Freischaltungsmechanismus gefunden. Könnte zu einem anderen Translokationsgerät passen. Aber so ist es. Heftig, heftig, ey, danke. Krass, ey. Boah, das Level ist so bescheuert aufgebaut, ne? Hoch, mal runter, runter, mal hoch, ne? Echt jetzt? Jetzt bin ich in die...
sterb gleich, ey. Gleich ist es soweit. Was ist jetzt los? Dieses Gerät hat meine Rückkehr zum Schiff verhindert. Ganz krass, ey. Ganz krass, ja? Das kennen. Jetzt hätte ich wieder alles verloren, ne? Wäre es ja schon wieder gewesen. Ach so. Geil, neues Level, ne? Habe das Teleportationsportal durchquert. Laut Koordinaten des Übertragungssignals bin ich auf der anderen Seite des Planeten. Ja, was heißt geil? Ich will eine Trophäe dafür, dass ich hierher bin. Was soll das? Der Mars passt. Oh, endlich mal draußen. Ne, die ganze Zeit wie in so einem Keller eingesperrt, na? Wisst ihr, was ich meine? Ich bin mir vorgekommen wie so ein Kellerkind langsam. Ich habe mir noch gar nicht die Trophäen angeschaut. Ach, ich habe schon 10 Stück. Ach so, krass, okay. Was sagt die Uhr? Oh, halbe Stunde noch. Die Analyse des... Hä? Psi. 2-3 erreiche Waffenleistungs. Null von 1. Anstatt sie alle machen, na, ich weiß nicht, wie viel sind, 10 Stück oder so. Nee, die machen 1. Na, wow, das... Na, cool, auf jeden Fall cool. Ascension? Ach, ein DLC gibt's auch noch.
DLC gibt's auch noch. Zeig mal her. Gleich mal nachgucken, was kostet die Hitze, ne? Das ist jetzt die gleiche Seite wie vorhin, ne? Schon, ne? Okay, ich habe alles verstanden. Dann machen wir es so. Es ist kostenlos, das Update. So sieht es nämlich gerade aus, ne? Beginne Aufstieg. Ich weiß nicht, der wievielte Versuch das ist. Ich kenne die Gefahren, aber habe Probleme, an die Technologie zu kommen. Es gibt gewisse Hürden, die ich nicht erneut überqueren will. Aber irgendetwas da oben ruft nach mir. Warte mal, Schmiede. Ich muss morgen voll viel fahren, ey. Na? Ich nehme die mal die Stufe 6. Boah, aber Stufe 6 Waffe gleich. Ist okay, ey. Dann nehme ich die, dann nehme ich sie doch mal, ne? Ich hab irgendwie... So, ey. Kommt der überall hoch? Alter, hat sich wieder erledigt.
schon krass, ey. Also nicht die Gegner, sondern das Spiel, ne? Weil Sony, ne, die hauen einfach mal so ein Spiel raus, so als wäre es nichts. Und andere kriegen nichts geschissen, ne? Wisst ihr, was ich meine? Kannst du behalten, ihr Schrott. Die muss ich wahrscheinlich alles sammeln, ne? Ganz schlecht hier irgendwo. Wo ist der? Komm zu mir ein bisschen. Nicht ohne, ne? Schon wieder. Kann mich damit aber nicht anfreunden.
So. Auf jeden Fall nicht schlecht. Eine Pistole wieder. Wer spielt denn mit sowas? Das lohnt sich doch gar nicht. Oh, stopp, stopp, stopp. Hier war eine Tür. Pistole, ey. Großkaliber ist mir irgendwie ein bisschen erfolgreich beseitigt. Ich weiß nicht, ey. Was ist? Was liegt hier? Rüstungsdurchbruchsteigerung, Gepäder. Projektiltempo, das nehmen wir, weil hohes Kaliber, das bringt mir absolut nichts. Das bringt mir nichts. Nee. Nö. Wie komme ich da hoch? Schießen die hier noch mit was hat er gehabt? Ein MG oder was? Die Xenoglyphen erwähnten ihre Zielstrebigkeit, aber hiermit habe ich nicht. Ich konnte die Empfindungsfähigen mit Mühe beseitigen. So viel geballte Aggression und Wahnsinn habe ich noch nie erlebt. Die Schrift sprach von entrückten Brüdern. Ich habe nicht genug Daten, um das zu verstehen. Was könnte mächtig genug sein, intelligente Wesen derart zu verändern? Was ist das jetzt?
ausprobieren, ne? Vermutlich ein Entrüchter. Ich bleib lieber bei der Wache. Na? Ja, die sind... Ja. Ja, es ist... Kann schon sehr knackig werden, auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. So, ich muss sowieso hier rüber, sehe ich gerade. Da muss ich jetzt ganz genau aufpassen, ne? Nicht ohne das Spiel, ne? Ach, Mann, ey. Ah. Hä, was ist jetzt? Asta. Da ist ein Turm. Tief in den Ruinen. Was ist das? Was ist das? Jetzt sag mir nicht, ich darf das schon wieder alles machen. Was ist das? Nee, oder? Jetzt sag mir nicht, ich darf den Boss wieder machen. Ich zerbrech das Spiel, es reicht mir. Finde raus, wo das... Nein, oder? Ey, was ein Drecksgame. Ohne Scheiß, ne? Ey, was ist das für eine Scheiß? Wer hat sich sowas ausgedacht? Ich darf wieder den Boss machen, ne? Oder wo bin ich jetzt hier? Natürlich, ich bin ja wieder hier oben. Ich darf schon wieder alles machen, oder? Ach so, Kirins, ach so. Alles gut, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Sorry. Ich hab schon die Krise gekriegt, na? Das ist ja gleich da vorne. Alles gut, alles gut, alles gut.
alles gut, ich nehme zurück. Na, so wie ich bin sehr impulsiv, na, ihr wisst es ja. Na, ich hab's nicht so mit dem Beherrschen, na. Ich hab grad gedacht, ich kenn sowas einfach nicht. Bei mir ist es gerade wieder eine Welt zusammengebrochen, ne? So, aber bringt alles nichts, ne? Ich muss gehen. Ich muss, ne? Ich muss morgen früh aufstehen, noch früher, weil ich muss lange fahren morgen früh. Na? Was ich mir schon wieder antun morgen, ne? Oh. Aber ich muss sagen, mir gefällt das Spiel, ne? Ich finde es auf jeden Fall gut. Genau. Du sagst gute Nacht. Ich sag auch gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich weiß gar nicht, wann ich morgen da bin, ne? Aber macht's gut. Servus. Servus. Macht's, Kaninchenmutti, mach's gut, ne? Mach's gut, ey, servus. Kaninchenmutti, servus. Servus.